Sammelspaß für Groß und Klein. Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoausgabe hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das neue Harry Potter Sticker Album / Sammelkarten Erlebnis an. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Was haben wir hier? Was ich ziemlich cool finde, ist, dass wir hier für den Preis von 4,99 € habe ich gezahlt, ein kleines Lego Polybag mit dabei haben. Das ist hier Hogwarts Castle mit einer Minifigur mit dabei. Ja, was soll ich sagen, hatten wir so noch nie, deswegen freut es mich umso mehr. Wir haben hier eine exklusive Goldkarte mit dabei. Das Ganze trägt die Nummer 1, das ist nicht Harry Potter. Wir haben hier ein Stickeralbum. Ein Stickeralbum ist natürlich hier unten. Eine Stickertüte mit dabei. Hier ist die Besonderheit, wir haben hier 5 Sticker und eine Sammelkarte. Da schauen wir dann später gleich mal mit rein. Dann natürlich das Sammelalbum. Und wir haben hier zum Falten eine Sammelkartenbox mit dabei. Als erstes würde ich sagen, bauen wir mal die Sammelbox mit auf. Hat hier im Inneren eine so eine kleine Bibliothek. Ja. Schauen wir mal, ob uns das gleich auf Anhieb gelingt. Genau, Nummer 2. Lasche hier durch. Ich würde sagen, ich mache es mal kurz allein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann haben wir hier schon mal unsere Sammelbox, Sammelkartenbox. Wie gesagt, hier drinnen haben wir so eine kleine Bibliothek. Das da nochmal klicken. So, dann würde ich sagen, können wir hier auch gleich mal unsere Nummer 1 reintun, dass die schon mal gut verstaut ist. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal oder wirft mal einen kleinen Blick in das Heft hinein. Aufgeteilt ist das Heft im ersten, zweiten und dritten Hogwarts-Jahr. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt ein Jahr oder dieses Jahr jetzt die ersten sammeln können und im zweiten Jahr, also ein Jahr warten müssen und so weiter. Genau, das sind nämlich die Hogwarts-Jahre. Sie haben jetzt nicht alle Jahre mit reingenommen, nur die ersten 3. Genau, es ist also, haben sie sehr witzig und gut gestaltet, nach meiner Meinung. Mit verschiedenen Themen, Winkelgasse und ja. Die Besonderheit ist, wir haben hier 3 verschiedene Stickertypen. Wir haben hier die ganz normalen Sticker. Wir haben hier aber auch Formsticker, die wir reinkleben können. Und wir haben holographische Sticker. Genau, wie gesagt, also verschiedene Themen, auch mit Weihnachten, ein paar Minifiguren. Ich hoffe, es ist gerade nicht so laut, weil draußen spielen die Kids ein bisschen Basketball. Ich will jetzt hier gar nicht so viel reinschauen mit euch. Weil jeder, der wohl Lust hat, kauft sich das Heft und kann es selber sammeln. Einfach mal deswegen schnell durchblättern. Hier auf der letzten Seite haben wir so ein kleines Inhaltsverzeichnis von den Stickern. Und hier sieht man schon, dass rot sind Holo-Sticker, blau sind Form-Sticker und alles, wo keine Markierung ist, sind ganz normale Sticker. Haben auch hier Hexen, Zauberer, magische Geschöpfe. Genau. Wer von euch sammelt denn schon ganz fleißig oder wer hat denn Interesse an der Sammelaktion, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Lasst mich doch gerne wissen. Vielleicht schaffen wir es auch, den ein oder anderen Sticker-Karte auch zu tauschen. Deswegen würde ich jetzt sagen, schauen wir uns einfach mal in diese Stickertüte rein. Was haben wir hier? Was ziehen wir? Ich plane auf jeden Fall, also ich würde schon gerne voll machen. Aber ich möchte es nicht einkleben, sondern ich möchte die Karten so behalten. Aber sie halt komplett haben.
Deswegen können wir gerne auch mal, wenn wir hier noch so ein Opening machen, von ein paar mehr Booster. Genau. Ja. Hier zuckersüß. Mit den Zauberspiegel und Lichterkette. Dann die 100. Die 38. Die 52. Ja, super cooles Artwork. Dann haben wir hier schon mal eine holographische Karte. Wenn ich mich recht erinnern kann, habe ich irgendwo mal gelesen, dass, glaube ich, in jedem Booster Pack eine holographische Karte garantiert ist. Hier den Kampf um den Schnaps. Und dann haben wir hier noch eine weitere Sammelkarte. Ja, die verstauen wir jetzt auch gleich mal in unserer Box. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als vielen Dank fürs Zuschauen zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, über einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Genießt das Wochenende und ciao, euer Ludwig.